Es wird Zeit für das Glücksgefühle-Festival 2024. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer. Ja, ich bin immer noch zu Hause und es ist nicht der Winter ausgebrochen. Also bitte das jetzt erstmal nicht denken, aber. Ähm, die Fäden sind gezogen und äh, das sieht nicht besonders schön aus. Deshalb dachte ich mir, mache ich mir wenigstens ein Tuch um den Hals, damit es ein bisschen besser aussieht. Also äh, mache ich nachher wieder ab, weil es doch ein bisschen warm und engt so ein bisschen ein, gerade wo noch alles so ein bisschen geschwollen ist. Aber ich möchte den Zeitpunkt jetzt nutzen, denn am Donnerstag geht es ja schon wieder los mit dem Glücksgefühle-Festival 2024. Im letzten Jahr waren wir ja auch schon selber mit dabei, haben das Ganze besucht. Samstags, nee, freitags und samstags. Es war wirklich ein richtig tolles Wochenende. Das Video dazu findet ihr auch hier. Auf diesem Kanal. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Es war richtig toll. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es war sehr, sehr warm. Da erinnere ich mich noch gut dran. Es war alles mega gut organisiert. Und ja, da habe ich mir gedacht, 2024 musste auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Und ich bin froh darüber, dass mich das Glücksgefühle-Festival zusammen mit Sven eingeladen hat und wir dort Freitag und Samstag verbringen dürfen und euch ja, Bildmaterial liefern dürfen, auch aus diesem Jahr. Da bin ich schon sehr gespannt und freue mich darüber sehr. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank. An dieser Stelle und da muss mich auch natürlich bei euch bedanken. Ohne euch wäre das alles überhaupt gar nicht möglich, dass solche Dinge überhaupt realisiert werden, solche Kooperationen und äh, Zusammenarbeiten entstehen. Das ist schon richtig cool, freut mich wirklich sehr. Glücksgefühle, ja, das ist das, was im Moment auch in mir so ein bisschen herrscht, denn ihr wisst das ja alles, ihr habt das ja alles mitgekriegt, was mit mir so passiert ist in den letzten Tagen, Wochen und ich kann euch sagen, bei mir ist alles in Ordnung, ich habe meine Ergebnisse bekommen und das war gestern, ich nehme jetzt gerade an diesem Samstagmorgen hier dieses Video auf und ja, es ist alles gut, ähm, Glücksgefühle sind in mir ausgelöst worden, ich freue mich jetzt auf das kommende Wochenende und kann sagen, ich bin gesund, muss mich natürlich noch so ein bisschen erholen und habe das auch schon gesagt. Es wird in den nächsten Wochen noch keinen Freizeitpark-Content geben. Also hier kommt noch ein bisschen was aus dem Disneyland und auch noch ein bisschen was aus dem Phantasialand. Das habe ich ja alles schon vorproduziert, aber selber in den Freizeitpark werde ich erst, ich denke mal so Anfang Mitte Oktober oder so wieder fahren. Ich gönne mir jetzt erstmal so ein bisschen Auszeit noch, ein bisschen Ruhe, freue mich jetzt auf dieses Event und äh, ja, da ist es tatsächlich so: bei dem Festival, da kann ich sehr, sehr viele Pausen machen. Es gibt ja ganz, ganz viele Lounges, ganz, ganz viele Partner sind wieder mit dabei, die man schon gesehen hat, äh, unter anderem auch der Europapark. Darüber freue ich mich schon sehr, werde ich euch aber alles dann in den Videos zeigen, die da kommen. Ja. Das größte Festival in Deutschland. Letztes Jahr zum ersten Mal von Markus Krampe und Lukas Podolski organisiert. Ist letztes Jahr gestartet und ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, mit über 100.000 Besuchern. Und in diesem Jahr äh, wird das Ganze noch etwas größer werden, noch spektakulärer und noch bessere Acts und so. Und die Timetables sind auch schon raus, sodass wir jetzt wissen, wie das Ganze alles äh, ablaufen wird in den kommenden Tagen. Und ähm, es gibt ja am Donnerstag schon so eine Art Pre-Party. Also, ihr könnt da schon auf die äh, Campingplätze und so für die Festivalbesucher, die das machen wollen, mit Campingplatz und so könnt ihr dann schon am Donnerstag drauf und euch anmelden. Und dann ist das Festivalgelände auch ab einer gewissen Uhrzeit abends schon geöffnet für diese Pre-Party. Aber dafür gibt es dann extra Tickets. Da bin ich noch nicht mit dabei, denn Donnerstag gehe ich noch zur Arbeit. Also am Montag gehe ich wieder zurück ins Büro. Und dann Freitag reise ich dann an am Mittag und berichte dann auch bei Instagram natürlich den ganzen Tag über den Freitag und auch den Samstag. Ja, ich würde sagen, wir kauen das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Wer tritt denn da eigentlich auf? Was gibt es da überhaupt zu sehen? Und das Glücksgefühle Festival hat da so einen kleinen Trailer veröffentlicht und den seht ihr jetzt. Glück is coming home again. Das Glücksgefühle-Festival. Von und mit Lukas Podolski. 12. bis 15. September am Hockenheimring. Mit dabei Vincent Weiss, Alvaro Soler, Mia Julia, Purple Disco Machine, Montes, Lost Frequencies, Tokyo Hotel, Yandilei, Contra K, Die Fantastischen Vier, Dimitri Vegas and Like Mike, Shirin David, Martin Garrix und die Backstreet Boys. Respect, Jetzt unter glücksgefühle also Da sind schon so ein paar tolle Acts dabei, oder was sagt ihr? Und ich würde sagen, wir kauen jetzt erstmal und schauen uns mal an, wann tritt eigentlich wer wo auf und wer ist überhaupt alles mit dabei. Sprechen wir jetzt einfach nochmal durch. Es gibt ja drei Locations, wo gespielt wird. Einmal die Euphoria Stage. Und ja, ähm, da geht es dann schon los. Am Freitag, am 13.09. ist das Jahr, um 12 Uhr mittags bis 12.30 Uhr, tritt Luna auf. Luna mit U, also L-U-N-A. Dann 13 Uhr bis 13.55 Uhr Michael Schulte. 14.05 Uhr bis 14.55 Uhr Loy. 15 Uhr bis 15.20 Uhr die Grüngürtelrosen. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, kennt die jemand? Ähm, von 16.05 Uhr bis 17.05 Uhr Tokio Hotel. Sehr, sehr cool, also da muss ich auf jeden Fall mit dabei sein. 17.35 Uhr bis 18.35 Uhr Alvaro Soler. 19 Uhr bis 20 Uhr, Young Delay und Disco Number One. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Dann haben wir von 20.45 Uhr bis 21.45 Uhr, Contra K. Und von 22.30 Uhr bis 0 Uhr, ich glaube, das Highlight für alle am Freitag, die Backstreet Boys. Richtig, richtig krass, oder? Das ist wirklich volle Konzertlänge. Also anderthalb Stunden spielen die Backstreet Boys am Freitagabend und da bin ich schon echt sehr gespannt. Da kriege ich krieg schon Gänsehaut. Ich war ja vor einigen Jahren äh, tatsächlich mal auf einem Backstreet Boys Konzert, weil ich hatte ja auch mal so diese 90er-Phase bei Britney Spears und Backstreet Boys und so. Und das ist natürlich richtig cool, da jetzt auch nochmal mit dabei zu sein. Am Samstag geht es dann weiter auf dieser Bühne von 12 Uhr bis 12.30 Uhr mit Malik Harris, von 12.55 Uhr bis 13.25 Uhr mit Lotte. Das ist aber nicht unsere Lotte aus München, oder? Dann von 13.50 Uhr bis 14.20 Uhr Klock klock. Dann haben wir von 14.50 Uhr bis 15.20 Uhr Leonie, dann 15.35 Uhr bis 15.55 Uhr die Wedelperlen, von 16.25 Uhr bis 17.10 Uhr Montes. Von 17.40 Uhr bis 18.25 Uhr Bowser. Von 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr Vincent Weiss. Der war ja letztes Jahr schon richtig gut. Also das war ein richtig toller Act. Von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr die fantastischen vier. Auch richtig cool. Dann auch eines meiner Highlights von 21.45 Uhr bis 22.45 Uhr Shireen David. Und dann um 22.45 Uhr bis 23 Uhr gibt es an dieser Bühne, an der Euphoria Stage. Dann das Closing-Ritual mit dem großen Feuerwerk wieder. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon mal gesehen. Aber es gibt ja noch zwei andere Locations, die müssen wir auch noch durchbrechen. Am Freitag, 13.09. auf der Cloud9-Stage. Von 12 Uhr bis 13 Uhr Revi. Von 13 Uhr bis 14 Uhr Tobi Romeo. Von 14 Uhr bis 15 Uhr Fritz Kalkbrenner. Von 15 Uhr bis 16 Uhr Tujamo. Heißt es Tujamo? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir 16 Uhr bis 17 Uhr Blaster Jacks. Von 17 bis 18 Uhr Harris and Ford. Die kennen wir natürlich. Von 18 Uhr bis 19 Uhr Mia Julia. Dann haben wir 19 Uhr bis 20 Uhr Lost Frequencies. Da muss ich auch auf jeden Fall dabei sein. Da freue ich mich schon sehr. 20 Uhr bis 21 Uhr Boris Breicher. Breicher heißt er so? 21 Uhr bis 22 Uhr Amelie Lenz und von 22 Uhr bis 23 Uhr Dimitri Vegas und Like Mike. Samstags geht es dann weiter auf der Cloud9 Stage mit Noel Holler und von 12 Uhr bis 12.45 Uhr. 45. Dann von 12.45 Uhr 45 bis 13.30 Uhr 30, Pretty Pink. Wir haben von 13.30 Uhr 30 bis 14.30 Uhr Avayon. Dann von 14.30 Uhr 30 bis 15.30 Uhr, 20, 15 Uhr 30, Greets. Von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 30, Neelix. Von 16.30 Uhr 30 bis 17.30 Uhr 30, HBZ. Dann von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Klangkünstler. Von 18.30 Uhr bis 19.55 Uhr WW. Äh, w. Dann von 1945 bis 21 Uhr Purple Disco Machine. Und von 21 Uhr bis 22.30 Uhr auch wieder eins der Highlights: Martin Garrix auf der Cloud9 Stage. Dann geht's donnerstags ja los. Wir haben ja eine Pre-Party, haben wir ja schon gesagt, auf der Good Vibes Only Stage. Von 17.00 bis 17.15 Uhr, Uhr mit Christian Schall. Von 17.15 Uhr, Uhr bis 17.45 Uhr 45. die ähm, Two. 75ers. Tja, heißen die so. 18.10 bis 18.55 Uhr, Kalcha Candela. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ich war auch immer ein riesengroßer Kalcha Candela-Fan. Von 19.20 bis 20.05 Uhr, Papaya, ja, Papaya, ja, hat Banana, Alexander Markus. Dann haben wir von 21.15 bis 22 Uhr, Dream. Und von 22 Uhr bis 0 Uhr, Christian Schall. Dann geht es weiter am Freitag. Und da sind wir dann auch mit dabei. Von 12 Uhr bis 15.25 Uhr, Christian Schall. Also dreieinhalb Stunden fast. 15.25 Uhr bis 15.55 Uhr Rave Aerobic. Dann von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr DJ Knolldoll, Von 16.35 Uhr bis 17.15 Uhr Isaac. Von 17.30 Uhr bis 18 Uhr Moneyboy. Dann haben wir 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr Luna. Aber das ist dann diese Bailando Luna. Bailando. Bailando. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr Julian Sommer. Von 19.50 Uhr. Von 20.00 Uhr bis 20.35 Uhr Alexander Markus. Da muss ich natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Von 20.50 Uhr bis 21.50 Uhr Knossi und Mark Eggers. Dann haben wir von 22.00 Uhr bis 22.40 Uhr Niklas und Luca. Und von 22.40 Uhr bis 1 Uhr Christian Schall nochmal. Dann zu guter Letzt haben wir nochmal am Samstag, auch auf der Good Vibes Only Stage, 8.12 Uhr bis 16.20 Uhr Christian Schall, sogar über vier Stunden diesmal. Dann 16.20 Uhr bis 16.15 Uhr Rave Aerobic von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr Knallblech von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr. Gib mir mein, gib mir mein, Oli P. Dann von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr Echo Fresh, von 20 Uhr bis 20.45 Uhr Cat Blue. von 21 Uhr bis 21.45 Uhr Pietro Lombardi, dann haben wir von 22 Uhr bis 22.45 Uhr Die Atzen und von 22.45 Uhr bis 1 Uhr nochmal Christian Schall. Das ist einiges. Also, ich habe euch die Bilder jetzt auch immer wieder mit eingeblendet, die ich dann da runtergerasselt habe, weil das ist natürlich einiges, was wir sonst zu erzählen haben. Das könnt ihr euch auch alles gar nicht merken. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch nochmal auf glücksgefühle.de oder auch auf deren Instagram- oder Facebook-Seite nachlesen. Da gibt es ständig Updates und was man machen darf, was man nicht machen darf, was man mitbringen darf. Darüber reden wir auch noch. Und ihr seht, da sind tatsächlich schon einige Highlights dabei. Und es ähm, ist natürlich alles immer ein bisschen schwierig, Hockenheimring. Das habt ihr ja schon gesehen bei dem Video letzten Woche, äh, letztes Jahr. Ist sehr, sehr groß. Man muss da schon sehr, sehr viel laufen. Aber es ist so toll organisiert gewesen. Es gab einfach so viel Platz, dort Party zu machen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, ich werde auf jeden Fall da sein mit Sven. Das habe ich mir ja schon gesagt. Sven ist mit eingeladen. Und die Bina ist auch mit dabei. Die hat sich tatsächlich auch Tickets gekauft. Ja, was darf man mitnehmen aufs Festivalgelände? Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig zu wissen. Und da hat das Glücksgefühle-Festival auch tatsächlich dann schon geschrieben, was man machen darf. Kleine Gürtel und Bauchtaschen sind erlaubt. Kleine Gürtel und Bauchtaschen. Portemonnaies sind natürlich erlaubt. Schlüssel sind erlaubt. Faltbare Flaschen, die man auch dort vor Ort kaufen kann. Also keine festen Plastikflaschen, sondern diese faltbaren Flaschen, die man mit Wasser füllen kann. Mobiltelefone natürlich. Kleine Powerbanks. Handdesinfektion ist kein Problem. Kleine Handtaschen und Clearbags, diese durchsichtigen Taschen. Die dürfen in der Größe, also die müssen kleiner als 44 x 37 x 30 cm sein. Das sind diese durchsichtigen, ich sag jetzt mal, Flughafenbeutel, die man mitnehmen darf. Was darf man nicht mitnehmen? Getränke. Leere und faltbare Trinkflaschen sind erlaubt, haben wir ja gerade schon gesagt. Essen bringt man nicht mit. Man darf keine Laserpointer mitbringen, keine Bengalos, keine Waffen, keine Sitzmöbel, keine Selfie-Sticks. Das ist alles schon mal raus. Kameras mit Wechselobjektiv sind auch nicht erlaubt. Rucksäcke und Taschen größer als DIN A4 sind auch nicht erlaubt. Ja, also da muss man natürlich dann schon schauen, wie man dann all seinen ganzen Kram und sowas unterbringt. Ähm, ich bin dort als Presse eingeladen und darf dann hoffentlich dann schon äh, etwas mehr mitnehmen. Das muss ich jetzt diese Woche noch abklären und dann. Ähm, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber was man auch sagen kann, das ist schon mal ganz, ganz cool, kann man sagen. Denn ähm, es gibt... Also es gibt tatsächlich dort ähm, Schließfächer, die dort angeboten werden, damit ihr Sachen dort wegschließen könnt, die dann auch überwacht sind. Zahlen tut ihr auf dem ganzen Festivalgelände mit Token. Das war ja letztes Jahr auch schon. Das sind diese kleinen Plastikmarken, die man dort kauft. Ähm, die kann man nachher auch wieder umtauschen, wenn man sie nicht dann ähm, alle aufgebraucht hat. Und damit bezahlt man dann sein Essen und Trinken dort, was es da so gibt. Richtig, richtig cool. Ähm, es ist natürlich auch alles ähm, geschaut, dass es. Dass es ähm, barrierefrei ist. Da gibt es auch extra Sachen, die ihr euch durchlesen könnt auf glücksgefühle.de oder auch auf Instagram und so gibt es da extra einen Text für die Leute, die vielleicht mit Rollstuhl unterwegs sind oder besondere Hilfe brauchen. Da gibt es dann auch Sachen, wo ihr euch dann nochmal extra hinwenden könnt. Es gibt auch extra Parkmöglichkeiten für Tagesbesucher, halt auch die für Weekend-Tickets und sowas sind damit mit drin. Ähm, ja. Was haben wir dann hier noch? Genau, auch das äh, im Campingbereich und so ist auch tatsächlich komplett. Ähm, Barrierefrei. Die Anreise. Natürlich findet das Ganze am Hockenheimring statt. Wenn wir das jetzt noch nicht erwähnt haben, ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nicht erwähnt. Am Hockenheimring. Und äh, das ist natürlich nicht schwierig zu finden. Ne? Also, ihr, ihr werdet, wenn ihr euch dem Hockenheimring nähert, werdet ihr das schon von alleine sehen, wo dieses Festivalgelände ist und wo die Eingänge sind. Und man muss tatsächlich auch ein bisschen laufen von den Parkmöglichkeiten bis zum Eingang. Das war letztes Jahr auch, sind wir so 20 Minuten, halbe Stunde schon gelaufen. Ähm, es gibt natürlich auch nähere Parkplätze, je nachdem. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So ist es ja natürlich immer. Ne? Ähm, Folgt den Autobahnauffahrten oder Abfahrten natürlich mit der Beschilderung. Das ist alles halt eben genau beschildert, wie ihr dorthin kommt. Das Parken ist kostenlos und ihr benötigt kein Parkplatzticket. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit dem ÖPNV und mit dem Nahverkehr anzureisen. Das ist natürlich dann auch alles angegeben. Es gibt Shuttlebusse, die fahren regelmäßig von Donnerstag bis Samstagnacht von den Campingplätzen C6 und C9 aus, zum Besucherparkplatz P2. Von dort aus sind es dann nur noch wenige Minuten bis zum Festivalgelände. Das ist auch ganz einfach. Es geht auch an Partybusse und ADAC ist natürlich auch kein Problem, falls es leere. Äh, Autobatterien gibt oder ihr habt euren Schlüssel im Auto gelassen und so. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Check-in. Der Campingplatz, der ist geöffnet von Donnerstag, 12.09. um 12 Uhr mittags und schließt am Sonntag um 14 Uhr. Also ihr könnt am Donnerstag anreisen und müsst am Sonntag bis 14 Uhr dann abgereist sein. Der Check-in ist dann ab jedem Zeitpunkt möglich. Das Festivalgelände -Festival ist Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet. Wenn ihr ähm, natürlich ein Pre-Party-Ticket habt, dann donnerstags von 17 Uhr bis um 24 Uhr. Auch. Ähm, Turnbeutel, Rucksäcke, Taschen und in Maßen von DIN A4 oder so dürfen auch mit auf das Festival gebracht werden. Also kleine Rucksäcke und so haben wir ja schon gesagt, sind erlaubt. Hygieneartikel wie Deo, Sonnencreme und Co. sind in Reisegröße auch erlaubt. Also diese kleinen, ne? praktisch wie am Flughafen. Das solltet ihr unbedingt mit dabei haben. Das schreibt jetzt auch das Glücksgefühle Festival, das Hardticket oder Online-Ticket. Natürlich ohne Ticket kein Zutritt zum Festivalgelände. Einen gültigen Lichtbildausweis, also ihr müsstet immer natürlich einen Ausweis bei euch beitragen. Dann die Glücksgefühle äh, Festival App, die solltet ihr auch haben, um natürlich dann zu schauen, wo es, findet was statt, wo ist irgendwas Besonderes oder so. Da könnt ihr euch schön mit orientieren. Ähm, EC-Karte, Kreditkarte, Apple oder Google Play um zu zahlen. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich dann nur für die Token und sowas dann zu kaufen. Handy-Ladekabel und Powerbank. Auf dem Festival habt ihr die Möglichkeit, eure Handys in unseren Safeboxen zu laden. Die Safeboxen müssen im Vorhinein gebucht werden. Also es gibt Safeboxen. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Das muss ich mir auch tatsächlich dann nochmal anschauen. Für, äh, das haben wir schon gesagt. Ähm, Token haben wir auch schon gesagt. Und das mit den Safeboxen haben wir auch schon gesagt. Ja. Das wären jetzt einfach mal die wichtigsten Informationen gewesen, die jetzt halt eben schon dann äh, jetzt rausgekommen sind. Jetzt, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier Stand Samstag und äh, jetzt Dienstag seht ihr dieses Video. Das Ganze startet jetzt am Donnerstag. Ihr könnt euch, glaube ich, noch Tickets kaufen für die einzelnen Tage. Es gibt auch, glaube ich, noch vereinzelte Tickets für das Full Weekend, also für die ganze Experience. Äh, müsst ihr einfach mal schauen. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt dann schon kurz vorher ausverkauft ist, aber auch da einfach auf der offiziellen Homepage einfach mal nachschauen oder auch Instagram und so mitverfolgen. Da könnt ihr das sehen. Und vielleicht treffen wir uns ja dann dort auch. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich werde viel Zeit haben, ähm, natürlich dann auch um mit euch so ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Freue mich darauf, sehr viele von euch zu treffen. Ich bin auch schon von vielen angeschrieben worden, die auch da sein werden. Und äh, ja, wird, das wird mein erster Ausflug dann wieder sein. Und dann auch erstmal nochmal danach eine kleine Pause geben. Da freue ich mich auch schon sehr. Äh, ein bisschen Familienzeit, ein bisschen mit Freunden und sowas verbringen und so. Und dann geht es dann im äh, Oktober und so dann auch wieder los mit normalem Content. Freizeitparks, Disneyland, Halloween und, 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 was alles so kommt, das dann, dann zu gegebener Zeit. Ich werde auf jeden Fall zwei Videos mitbringen von beiden Tagen, wenn ich ein Video machen Einmal natürlich eins von am Freitag und dann eins von am Samstag und dann vielleicht auch nochmal ein Fazitvideo, da gucken wir einfach mal. Ein bisschen was vorproduziert ist ja schon. Äh, ihr habt jetzt am Sonntag das Video über die Insta360 Kameras gesehen. Jetzt am Donnerstag kommt das Video über das Disney Village. Das habe ich schon vorbereitet vor ein paar Wochen. Und dann am Sonntag seht ihr dann das erste Video vom Glücksgefühle Festival 2024. Ja, dann ist es natürlich schon vorbei, aber. Ne. Nächstes Jahr ist es garantiert wieder. Und er sollte da auf jeden Fall schnell sein, denn es gibt am Anfang, wenn dieses Festival, das war im letzten Jahr auch schon so, immer so besondere Angebote für die Early Birds, sage ich jetzt einfach mal, schon mal günstigere Tickets zu kaufen, wenn ihr darauf Bock habt. Habt. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, freue mich darauf und hoffe, das Wetter hält sich. Es muss nicht unbedingt jetzt 40 Grad sein, aber Sonne und 25 Grad, das wäre so perfekt, das würde ich mir wünschen, das wäre richtig, richtig cool. Ich muss mir noch was überlegen für meinen Hals. Ich kann ja den ganzen Tag so, so, so einen Schal tragen, vielleicht machen wir doch einen Verband drumherum oder einen Narbenpflaster oder so. Ich werde einfach mal schauen, wie ich das regeln werde und dann sehen wir uns dann live. Ja, am Freitag wieder verfolgt mich da gerne auch auf Instagram, weil da nehme ich euch dann natürlich dann schon am Samstag, am Freitag und am Samstag komplett den Tag über in der Story mit. Da werdet ihr einiges sehen und einiges erfahren. Freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn euch das Video hier gefallen hat. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Ja, ich bin froh, dass ich das Video jetzt geschafft habe. Es ist immer noch so ein bisschen schwierig. Für mich zu reden, so viel am Stück, weil immer noch viel Luft ziehen, ist alles noch geschwollen und so. Aber ja, es muss ja weitergehen. Ne? Und es geht auch auf jeden Fall weiter. Und bis dahin sage ich euch wie immer, bye bye.